So ihr Lieben, herzlich willkommen beim heutigen Video, dieses Mal vom Comersee. Und ich will es natürlich jetzt nicht verpassen lassen, mit euch zu teilen, was Ablehnung eigentlich wirklich bedeutet, weil wir können nicht etwas manifestieren, in unser Leben realisieren, zum Anfassen machen, was wir grundsätzlich nicht haben wollen. Und das ist eine ganz, ganz heimtückische Geschichte, insbesondere wenn wir einen SP, eine spezielle Person manifestieren wollen. Solange da noch eine gewisse Ablehnung ist, wegen der Geschichte der Vergangenheit, wegen Erinnerungen, die wir haben, wegen Vorstellungen, kleine Verhaltensweisen, Sachen, die gesagt wurden, etc. pp. Solange das noch aktiv ist in unserer Realität, sind wir nun mal in einer Realität mit dem SP, mit unserer speziellen Person, die wir nicht haben wollen und in Ablehnung gehen. Und Ablehnung ist nun mal eine Energie, die nicht anzieht, die mich nicht in eine Realität mit meinem SP zieht. Weil die Realität, die ich mir vorstelle mit ihm, wo er vielleicht immer schlechte Laune hat, negativ ist oder wo ich mich von ihm nicht gesehen fühle, angenommen, unterstützt fühle, wenn ich diese Realität mir jedoch vorstelle, dann lehne ich sie ab. Das heißt, ich stelle mir eine Realität mit meinem SP vor, die ich aber nicht möchte. Also habe ich keine Realität mit meinem SP oder eben die Realität, die ich nicht möchte. Und wenn die kommt, die Realität, die ich nicht möchte, und ihn dann quasi ablehne, weil ich sage, er ist Realität und das ist die Realität, die er mitbringt und ich will nicht in die Realität mit ihm einspringen, dann hilft nur eins. Achtung, jetzt kommt die Lösung. Living in the End. Die Realität mit meinem SP kreieren, generieren, sehen, bedienen, darin leben. Ich die Frau seiend, die mit ihrer speziellen Person, das kann übrigens auch ein Chef oder ein Familienmitglied sein, in einer solchen Realität lebt, in dieser Beziehung lebt. Und dazu muss ich ein Konzept haben. Ich muss mir genau ein Drehbuch schreiben, wie ich das haben will. Wie ich ihn sehen will, wie ich will, dass er mich sieht, wie wir zusammen interagieren, wie wir zusammen uns austauschen, unsere Kommunikation. Wir haben immer Kommunikation mit allen Menschen in unseren Köpfen. Die muss auf das ausgerichtet sein, auf die Realität ausgerichtet sein, in der ich mit dieser Person leben möchte. Und das ist genau diese Schwierigkeit. Erstens das Konzept aufzubauen, zweitens das Konzept klar zu haben, aus meinem Selbstkonzept heraus alle Fremdkonzepte sozusagen aufzubauen, zu sehen, zu sagen, wer ich bin in Bezug auf diese andere Person und damit natürlich auch auf alle anderen Personen. Deswegen ist es immer wieder zurück zu mir, zurück zu meiner Hauptrolle, zurück zu dem, was ich sehen will und ich bleibe in der Rolle, ich bleibe bestehen. Und wenn die äußeren Personen, die in meinem Spiel noch mitspielen, ihre Rolle noch nicht so ganz drauf haben, dann warte ich in meiner Rolle. Dann bleibe ich in meiner Rolle, dann vergesse ich nicht meinen Text, dann steige ich nicht wieder in ein anderes Spiel, in einen anderen Akt mit diesem SP ein. Bloß weil er seine Rolle noch nicht voll füllt oder noch nicht stabil im Außen zeigen kann, weil er im Innen noch am Üben ist. Aber ich weiß, dass alle Teilnehmer meines Spieles, meines Aktes, meiner Realität, meiner Kreation nachkommen werden und ihre Rolle perfekt spielen und manifestieren. Aber dazu muss ich als Hauptperson mit meiner Lebensrolle, die ich mir auf den Leib geschrieben habe, meine Divine Design Identity, muss ich da drin stabil bleiben, muss ich durch meine Realität laufen und dann begegnet mir da jemand oder mein SP und der hat seine Rolle noch nicht gelernt und sieht mich noch in meiner alten Reality. Das kann ich nicht beachten, sondern ich weiß, wer ich bin, ich kenne seine Rolle und ich reflektiere weiterhin
nur auf seine neue Rolle, die ich ihm gegeben habe. Und ich muss das tun, damit er seine Rolle lernen kann, da der oder die SP. Aber wenn ich immer wieder mich da hinreißen lasse, doch meinen Charakter, meine Rolle zu verlassen, weil ich getriggert bin, weil ich diese triggered bitch bin und dann wieder mit ihm in einer alten Realität rumspiele, dann switch ich realities von Moment to Moment to Moment. Und living in the end heißt eben, es ist alles schon da und es gibt keinen Grund für mich, realities zu switchen. Ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe, ich bin die, ich bin die, ich bin die. Und ich bin diese Person, ich bin der Hauptcharakter, der ich, den ich beschrieben habe und den ich bestimmt habe. Und ich lerne in meiner Rolle stabil zu sein. Und während ich in meiner Rolle stabil bin, lernen die anderen Teilnehmer meiner Realität auch ihre neue Rolle zu spielen. Aber da muss ich nicht argumentieren und sagen, du hast es falsch und so weiter. Und ich bin auch nicht der Regisseur, sondern ich bin der Hauptcharakter. Und Regisseur ist Energy. Und die Energy wird das alles schon richten, während ich in meinem Charakter bleibe. Ich kümmere mich nicht um die Regie. Um die Regie ist sich gekümmert worden. Und meine einzige Aufgabe ist, in meinem Charakter zu bleiben und darin zu bestehen, bis sich im Außen die Dinge zeigen. Das ist es. That's the game. Und das ist nun mal nicht so einfach, weil ich mein ganzes Leben lang mich im Außen reflektiert habe in einer Human Design Reality, die mir eigentlich nicht gefallen hat. Und da habe ich natürlich jetzt diese Prozesse drin. Und die zu switchen fängt bei mir an, bei meiner eigenen Divine Design Identity, dass ich wirklich weiß, wie das Leben funktioniert, wie es aus mir heraus funktioniert, wie ich der energetische Kreator bin, durch meine Gedanken, Ansichten, Meinungen und Überzeugungen. Und das lerne ich, das mache ich mit dir, da gehe ich mit dir durch in meinem neuen Rising Up into Divine Design Identity Mastermind. Wir starten Anfang August, du kannst dich noch anmelden, der Preis steigt kontinuierlich. Und je länger du wartest, je länger du überlegst, desto teurer wird die ganze Sache. Und deswegen schau in der Description Box below und schau, was ich für Angebote habe. Oder buch dir ein 1:1 mit mir, wenn du 20 Minuten buchst, um mehr über dich und das Mastermind zu erfahren. Und dann nachher in das Mastermind hineinkommst, rechne ich dir den Preis für die 20 Minuten 1:1 super gerne an. Also melde dich bei mir, wenn du es wirklich ernst meinst, wenn du mir glaubst und du kannst mir glauben, das ist der Prozess. Der Prozess ist der Kampf zwischen Human Design und Divine Design, zwischen dem Gott und dem Menschlich und dem Teufel. Nenn es, wie du es möchtest. Auf jeden Fall, Gott, Divine Design gewinnt immer, wenn es aktiviert ist, wenn ich weiß, wer ich bin. Und wir haben bald 2000 Abonnenten, ich finde es so geil, ich freue mich riesig, dieses große 1:1 von einer Stunde zu verlosen. Also bitte liken, teilen und noch viel besser kommentieren. Lasst uns in einen Austausch kommen und noch viel besser, mach einfach, was ich sage. Und dann wirst du sehen, du bist der Schöpfer deiner Realität. Du bist es und es kommt nur darauf an, als wer du durchs Leben läufst. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen. Bye, bye.